Hallo liebe Zuschauer, willkommen zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Nach den Livestream-Parts möchte ich kurz mit einem Charakter anfangen, der die Labyrinthe extrem einfach machen kann. Und ich zeige euch jetzt einfach mal kurz den Anfang, auch mit den Ringen und so. Die Void irgendwas werden extrem stark sein, also wird ein richtig cooler Charakter sein. Ich werde Void-Ding benutzen, ich werde auf Chaos-Damage gehen, auf Life-Leech und eventuell auch auf Bleeden, ja, auf Bleeden unbedingt auch ein bisschen gehen. Und nicht unbedingt sehr defensiv, ich schaue schon, dass ich sehr defensiv werde, aber vor allem auch guten Dodge-Schaden habe. Mit Chaos-Damage zum Beispiel und so weiter. Jo. Ich muss jetzt mal kurz hier durchraschen, aber ich möchte gerne noch ein paar Ausrüstungsteile finden. Ja, ist jetzt leider wieder eine schlechte Auswahl, hä? Keine Kisten, nix. Na gut. Legen wir den kaputt. Ich werde nachher noch kurz ein bisschen Ding zeigen. Die Witch, die SRS-Witch. Die habe ich jetzt ein bisschen hochgestuft und jetzt machen wir vielleicht noch eine Map oder so. Ja. Gut. So, eine Plattenweste brauchen wir nicht. Jo. Also eventuell komme ich auch wieder mehr dazu, normale Parts zu machen mit Fraps. Aber eventuell seht ihr es manchmal, Fraps hat einfach Probleme. Keine Ahnung, wieso so, nervig ist momentan Fraps. Weil sie eben sehr ans Limit geht, Fraps. Und einfach Probleme hat. Infernal Blow. Und 30 Damage. Area, mehr Area durch dies. Durch die Quality, oder wie? Können schon den nehmen. Double Strike nicht. Ja, Molten Strike möchte ich halt auch nehmen, aber eher für die Gegnermassen dann, hä? Genau, den hier. Gut, dann machen wir das da hinten. Hier genau habe ich die Sachen hingelegt. Also Blackheart eben wegen dem Schaden. Und die muss ich dann noch hochstufen zum Void Herd, oder glaube ich Void Herd heißt es. Die Hochstufung. Und deshalb, ja, müssen wir die Properties vor allem schnell machen können. Dazu brauche ich einfach noch ein paar Sachen. Gut. Soll ich den nehmen? Ich nehme den. Okay, prima. Okay, sonst haben wir nichts mehr, hä? Schuhe noch. Jo. Da haben wir vielleicht noch etwas, oder hier. Ah, scheinbar nicht. Na gut. Hallo. Tun die das verkaufen? So, Dele. Double Strike, ja, nehmen wir mit. Jetzt probieren wir es einfach mal ein bisschen aus. Ja? Und ja, machen dann noch ein bisschen mehr Action. Not the most pleasant of arenas, but it'll have to do for now. Ja, ich muss das so nehmen. Okay, gut. Probieren wir mal aus. Oh, ist ja heftigst. Aber leider macht es noch nicht viel Schaden. Aber sehr cool. Ich mache alles One-Hit tot. Dank dem Void, Blackheart. Uha. Heftigst. Ja. Ich werde ihn hochstufen neben den Parts, gell? Und werde die Parts vom SRS-Summoner machen. Und wenn immer ihr wollt, dürft ihr auch sagen, dass ich den hier auch ein bisschen zeige zum Hochstufen.
Aber ich möchte jetzt extrem schnell das hochstufen können und kann dann nicht so viel Parts machen, solange ich das mache, aber eben jeden Tag Livestream eigentlich, also eben, ja, heute war auch ein bisschen Livestream, doch, jeden Tag Livestream von Path of Exile, immer um 22 Uhr, eventuell am 4 Uhr schon, ja, 2 Uhr eher, 4 Uhr ist ja immer Minecraft. Und ja, nebenbei kommt noch Diablo 2, Diablo 3. Diablo 2 kommt, sobald ich es kaufen kann. Das kann ich mir leider nicht kaufen, solange das Konto nicht per PayPal gesichert wurde. Aber es könnte am Montag schon soweit sein. Und ja, momentan geht es wieder ein bisschen. Yeah, Goal, Tor. Juhu. Mann, oh Mann, wir sind einfach hinten rein vor der Pause und dann... Ja, jetzt ist 1-1. Der FC Basel spielt momentan sehr schlecht. Weil sie einfach zu langsam sind für ganz schnelle Mannschaften wie FC Lausanne. Und deshalb, ja... Ja, Lausanne ist die viertgrößte Stadt in der Schweiz und deshalb auch relativ stark geworden jetzt wieder. Waren mal ganz, ganz schlecht. Vor ungefähr 4-5 Jahren waren die noch ganz tief unten. Yay. Ja, ich schaue nicht, weil ich... ja, mir geht's nicht so gut. Ich bin sehr müde und... Ja, habe einfach immer ein paar Verwechsel im Kopf. So spannend ist es für mich momentan einfach... zu sehr zittern und so, also Angst haben von Sterben und so weiter. Ihr werdet es nachher sehen. 2-0. Ich muss kurz Pause machen. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, willkommen, ja, zurück, also für mich her. Weil, ja, der FC Basel hat in der 90. und 92. Minuten noch gewonnen. Ach, ist das toll. Ah, wir müssen nach oben. Gut, ja, finde es richtig toll, dass Basel noch nie in der Schweizer Liga, also in der Superliga, verloren hat diese Season und nur zweimal unentschieden gemacht, weil wir mit der dritten Mannschaft gespielt haben. Also mit der dritten Mannschaft. Ja, und jetzt ja, hätten wir fast verloren. Also sagt, 2-1 haben wir gewonnen. Vor der Pause hat Lausanne habe ich, ja, Lausanne ist es gewesen, wollte ich sagen. Und eben der 90. und 92. hat Basel dann, ja, den Sieg geholt. Wunderbar. Basel mit der dritten Mannschaft. Und Lausanne mit der ersten ist natürlich ein Qualitätsunterschied. Ich habe immer so das Gefühl, Basel ist einfach zu langsam und Lausanne zu schnell. Schon im ersten haben wir 2-1 gewonnen. Und nur knapp gewonnen. Ja, Basel muss stärker werden. Bessere Trainer bekommen. Boah, das ist so genial jetzt hier. Ich mache so viel Schaden. Sehr heftig, wie viel Schaden ich mache. Und dass wir alle so schnell sind, ist auch gut. Hä? Zombies, los! Aha, du kommst auch. Ah, oh nein, das ist nicht der Boss, aber sicher irgendwo hier. Ah, Crit. Gut, jetzt machen wir da alles Crits. Sehr schön. Wie weit gehst du runter? Eieiei. Gut, danke. Natürlich, sehr toll, hä? Haben wir denn noch getränkt? Haben wir noch getrunken? Hm, keine Ahnung. Wir brauchen jetzt auch die Hämmer. Die Hämmer, Zweihandhämmer müssen wir auch auf heben. Hä? Föhl auch, also alle Stichwaffen auch noch.
oder eben den Crusader. Machen mehr Schaden. Und das sind Merciless. Jetzt müssen wir nur noch gepanzerte werden, vor allem Armor und so weiter. Aua, immer auf mich, ihr Affen. Oh, da kommen wir noch. Nur Scheißdreck über. Aha. Remnant of Corruption wieder. So, alle auf den. Tschüss, oh. Flashmonster natürlich wieder. Die gibt es immer bei diesem Remnant of Corruption. Okay. Haben wir alle wieder verloren. Ich muss da irgendwie ein paar Game noch verlinken können. Deshalb suche ich momentan die, sag schon. Ja, die Orbs, die farbigen Orbs. Ich kenne jetzt den Namen nicht gerade. Haben wir einen? Nein. Jetzt müssen wir wahrscheinlich runter oder hoch. Ich weiß jetzt nicht genau wohin. Na gut. Also. Ja, wir müssen hoch. Wir haben den ganzen falschen Weg genommen, aber mussten ihn ja auch machen. Haben gut Sachen gefunden. Vor allem Essenzen. Ja, kommt dann schneller. Speed Sheet können wir mal mitnehmen. Uiuiui. Ich muss mal kurz hier schauen. Die Frame Time. Hä? Ist so tief? Wieso ist die Frame Time so tief? Die FPS sind ja hoch bei 63, 16, ja, 56. Jetzt ist die Frame Time wieder besser. Aber das ist eigentlich gut. Ich denke, das ist gut. Aber die Latenz schaue ich gerade. Ist eigentlich auch gut mit 32. Ist einfach so ein Ding, dass es manchmal stoppt, aber das habe ich auch wieder eher das Gefühl. Bei der Engine weiß man nie und beim Server. Es gibt immer wieder diese Frame-Abstreifungen, die Mini-Lags. Naja. Aber es ist auch ein performance-lastiges Gebiet. Ja, ich muss mal wieder entrümpeln. Ah, ich habe sogar noch den Stab, den wir gefunden haben beim Duelist. Der war mit einem Feuergem Plus Level. Das ist nämlich sehr gut. Ja, das ist nicht so gut. Ja, zwar schon gut, aber ich brauche sie überhaupt nicht. Die Sachen, die ich nicht brauche, muss ich ja nicht aufheben, oder? Kann ich wieder wegschmeißen. Weil ich ja nie handel. Ich mache alles self-found. Ich habe gesehen, die Streamer kaufen ja alles. Die kaufen ständig Items. Darum sind sie auch so hochlevelig momentan und haben irgendwie die 6er-7. Charakterklasse schon gemacht. Und ich bin in der dritten, die ich hoch mache. Weil die Baracke mache ich ja nicht mehr hoch, weil ich es einfach nicht will. Eventuell auch nicht so gut wird. Ja, ich muss immer schauen, weil ich muss selber auskommen.
Der Duellist wird auch sehr teuer, aber ich mach's, weil ich einfach mag solche Charaktere. Vor allem der Wirbelwind, also Zyklon. Er wird ja ein Zykloner. So. Also ich denke, er wird schon gut vorwärts kommen, vor allem ist er defensiver. Und wenn ich ihn gut skille, können wir über Labyrinth easy machen. Also wirklich easy. Darauf freue ich mich. Besonders, hä? Ja, ich möchte nur noch kurz etwas sagen. Es wird immer noch sehr gut geschaut. Dankeschön dafür. Ihr seid wirklich toll. Auch wer immer das ist, es wird sehr oft geschaut. Also es sind mehrere natürlich. Das müssen wir einfach mal loben. Jetzt einfach mehr Zuschauer, die auch die Chat-Funktion nutzen und auch etwas erzählen, was sie so in den Sinn kommen. Ah, Chromatikorb. Chromatikorb heißen sie. Gut, wir müssen switchen auf... Was ist das? Race Zombie. Der Race Zombie braucht einen blauen, haben wir. Gut, ich muss nämlich noch das Ding nehmen. Resistenz reinlegen. Und die anderen, ah ja, die Brust, der Brustpanzer, also ja, halt Magier Sachen. Und was denn noch? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was noch. Ja, ist schwer. Ich glaube, der Helm ist es noch, gell? Ja, ja. Ich game so viel, aber muss immer wieder große Pausen machen dazwischen. Der Helm ist rot. Der muss der grün sein. Ja. Da brauche ich mehr, weil ich nicht so gute Chance auf blaue habe. Ja, den muss ich mitnehmen. Prima. Aha, nochmal einer. Lol, wie viele Geister wir finden. Ist einfach genial. Ein Shopper, aber den brauche ich nicht. Ja, Schrott. Da kann ich ja nicht aussagen, Schrott. Nehme ich aber mal mit. Melee-Gems könnten wir benutzen. Ich muss dann eben schauen, was ich nehme. Ob ich zwei... Ich glaube, ich muss sogar zwei Degen nehmen. So wie der hier. Das wäre nämlich so toll. Der ist eigentlich auch relativ gut. Ja? Nehme ich auch. Den nehme ich nicht, natürlich. 23 Attack Speed. Ja. Also Attack Speed wäre ja auch richtig toll. Nur... Muss ich da mal was überlegen. Attack Speed brauche ich nicht. Zu wenig Schaden. Zu wenig blanker Schaden. Wir nehmen weder Lightning Damage noch... R2 ist auch gut. Ich nehme ihn auch. Weil er zweimal... Also einmal Crit physisch hat. Ich dachte, das wäre Cold Damage gewesen oder so etwas. Aber es ist Physical Damage. Dann nehme ich es mit. Das ist zu wenig gut, weil kein Crit-Chance drauf ist. Ja. Ist nur Lightning Damage. Ah, ein Blessed Orb. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich ein Blessed Orb dabei habe. Gut, sehr schön. Okay. Eventuell gehen wir ganz auf Blut.
Es wäre schon gut, wenn wir ganz auf Blut und Chaos Damage gehen. Dann nehmen wir Dolche. Dolche. Doch, Dolche. Moment kurz. Nehmen wir jetzt Dolche oder nehmen wir Ding? Ja, Dolche müssen wir nehmen. Wegen Critical Strikes. Dann müssen wir hier nach oben. Dann gehen wir wahrscheinlich hier durch, hä? Ja, eventuell schon. Außerdem wahrscheinlich hier durch. Nein, nicht hier. Hier durch. Blockchance, hier Blockchance. Ah, das wird ein schwerer Charakter. Ich mache aber extra defensiver als offensiver. Aber eben mit Chaos Damage kommen wir schon ein bisschen vorwärts. Ich bin mal gespannt. Ich werde ihn gut planen, gell? Werde eventuell ganz viele Orb of Scoring einsetzen. Nein, nicht Scoring. Scoring ist ja... Doch ist Scoring. Wie heißt der andere? Einfach der, der die Passive zurück, also Respektpunkt geben. Müssen wir gebrauchen. Aber ich habe einfach Lust, den jetzt mal zu machen. Ich muss aber noch Regnum spielen heute. Heute habe ich keine Zeit mehr. Es ist ja schon... Ich weiß jetzt nicht, was die Zeit ist. Ah, da unten steht es 22:33. Okay. Agathe-Amulett brauche ich nicht. Das habe ich nämlich eingesammelt. Also mache ich im nächsten Part wieder Maps und zeige euch den Duellist. Und muss dann schauen. Ja, eventuell tue ich sogar nicht raus. Ja, ich muss raus Damage machen. Ja, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Auswahlmöglichkeiten. Das ist extremst. Also das sind nur. Ich dachte, ein Strongbox wäre es gewesen. Da ist der Weg. Ah, gut. Den Warenhaus-Distrikt durchraschen wir wieder ein bisschen. Ja, es ist richtig spannend. Das Game, das fordert mich zwar sehr manchmal, aber es ist einfach eines der besten. Es ist das beste Action-Rollenspiel. Also Dungeon Siege 1 Legend of Runner. Nein, ohne Legend of Runner. Das muss ich auch unbedingt noch let's playen, aber jetzt habe ich viel zu viele Projekte neben dem Livestream ständig. Ja. Muss ich noch schauen, hä? Aber am wichtigsten ist, dass ich einfach im Sport mehr machen kann. Weil ich extrem oft trainieren muss jetzt. Es kann also sein, dass mal Parts ein, zwei Tage nicht kommen, obwohl sie täglich kommen müssten. Es tut mir einfach leid. Ich wünschte, ich könnte für euch auch immer wieder Parts drehen, aber mein Internet ist noch viel zu schwach. Ist nur im Mittelmaß. 38.000 Kilobytes und ja, es fehlt halt vieles noch, aber dann bin ich sicher, dass wir auch dann viele Parts machen können und auch viel livestreamen können in guter Qualität, alles mögliche. Ich bin mal gespannt, gell? Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zuschauer. Ohne das hätte ich wahrscheinlich schon aufgehört mit Let's Playen, weil ich einfach nicht anders kann. Ich brauche die Zuschauer, ich brauche vor allem die, die Kommentare schreiben und liken. Und deshalb kann es wirklich sein, dass es mir richtig stinkt, aber ich sag's dann Bescheid und dann könnt ihr auch reagieren. Eigentlich könnt ihr jetzt schon reagieren, klar. Einfach mal ein bisschen, ja, euren Daumen benutzen zum Liken, ja nicht den Daumen Zeigefinger hier, zum Liken und zum, ja einfach mich ein bisschen glücklicher machen, ne? Ich bin nämlich sehr unglücklich. Obwohl ich da richtig gute Parts machen kann,
bin ich doch recht unglücklich, da auch meine Qualität nicht so gut ist. Und so weiter. Also ich wünschte mir, die Qualität würde besser sein. Ich hätte Geld. Ich habe aber... Ich bin extrem in Geldnöten übrigens. Es tut mir leid. Das ist leider so, weil... Ja, die Krankenkassen immer teurer werden und alles Mögliche. Es ist qualvoll für einen kranken Menschen, der 4 Krankheiten hat. Stellt euch mal vor, tödliche Krankheiten hat. Ist einfach zum Quälen. Schwächeanfälle, Allergien, alles kommt dazu. Ist einfach schlimm. Tja, jetzt haben wir schon wieder zu viele Items. Ja, nicht gut. So. Ja, ich wünsche mir einfach ein bisschen Freunde vor allem. Heute ist zum Beispiel der 19Gamer97 wieder einmal online kommen. Das ist mein langjähriger guter Freund. Kommt auch aus der Schweiz, aus Schaffhausen. Der ist einfach sehr gut zu mir. Und ich natürlich auch zu ihm. Wir sind einfach sehr gute Freunde. Jo, und das freut mich richtig extremst. Oh, ein Fusing. Sehr schön. Super. Denn ihr merkt, manchmal geht es mir halt einfach schlecht. Die Allergien kommen immer. Hals ist völlig zu. Es ist Wahnsinn, was ich aushalten muss. Aber das macht mich auch zu einem starken Mensch. Ich bin sehr stark, also ich schrecke eigentlich von nichts zurück. Ich habe eine Willenskraft, die extremst ist. Ja. Schade, der Part ist leider bald vorüber in 3 Minuten. Ja, ein bisschen weniger. Weil ich darf nicht zu lange Parts machen, sonst geht es viel zu lange. YouTube spackt da herum. Eigentlich wollte ich noch zum Baybone-Punkt gehen, aber das mache ich mal alleine. Und im nächsten Part machen wir dann wieder Maps, gell? Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Hä? Ja. Also machen wir die restlichen Minuten noch. Minuten. Aha. Hi. Sind die stark? Sehr heftigst. Wunderbar, wunderbar, hä? Einfach genial. Sie so stark sind. Und eben Unix muss ich auch noch finden. Ich muss farmen, ich muss alles machen. Oh je. Gut. Ja, ich mach Schluss. 28 Minuten sind genug. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Super Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Part oder Livestream, gell? Tschüss.